Hi zusammen, in diesem Video möchte ich euch heute mal die EDC-Hangs vom guten Marco vorstellen. Der macht super tolle, super schöne Hangs und er hat es absolut verdient, dass man ihn auch mal so ein bisschen pusht, ja, ein bisschen supportet. Ist noch ein relativ kleines Unternehmen. Ich glaube, er macht das Ganze als One-Man-Show. Ja, super sympathischer Kontakt auf jeden Fall und in diesem Video werde ich euch heute mal ein bisschen was von ihm zeigen. Jeder aus der EDC-Szene weiß natürlich sofort, wovon ich spreche, wenn ich sage Hangs. Was macht man mit EDC-Hangs? Brillenträger können damit ihre Brille reinigen. Man kann die dabei haben, auch wie ich eben schon sagte, ne, durch den Ursprung Taschentuch kann man die auch als Taschentuch verwenden. Würde ich persönlich aber nur im absoluten Notfall machen. Ja, dafür sind die dann doch ein bisschen zu schade. Ja, als schönes Gimmick, um sein EDC schön zu präsentieren, farblich abgestimmt und solche Geschichten. Ja, und dann gibt es da bestimmt noch ein paar andere Möglichkeiten, was man damit so machen kann. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch EDC-Hangs benutzt und wenn ja, für was? Würde mich auf jeden Fall mehr interessieren. Und zum Thema farblich abgestimmt und so, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Ne? Aber jetzt möchte ich euch als erstes mal einen Hang vom Marco zeigen, damit ihr mal ein Bild habt. Ja. So, den habe ich mir ausgesucht. Wieso, weshalb, warum, zeige ich euch gleich noch. Unter anderem, weil ich nichts mit Schwarz-Weiß habe. Ja, und der hat mir einfach optisch super gut gefallen. Ne, Totenkopf hier mit den Bäumen im Hintergrund. Ich habe ja hier zum Beispiel auch das Zippo. Ja, kann man es erkennen? Ja, da sieht man es. Ne? Auch Schädel mit Bäumen und Bergen im Hintergrund. Das ist halt leider so ein bisschen Flip-Flop. Deswegen erkennt man das nicht so gut. Da jetzt sieht man es. Ne? Und ich finde es einfach optisch ziemlich geil, gefällt mir richtig gut. Und weil es so schön passt, lege ich das jetzt einfach mal hier mit an die Seite. Ja, ist super sauber verarbeitet alles. Die Nähte sind gut gemacht. Hier haben wir dann noch von Marco sein Logo mit drauf. Ja, die Vorderseite wird aus Bio-Baumwolle gemacht. Fühlt sich auf jeden Fall auch ziemlich gut an. Ne, ist ein bisschen, wie soll man sagen, rauer. Grober, wie jetzt zum Beispiel normale Baumwolle. Wartet mal. Ich nehme jetzt mal hier von jemand anderen als Vergleich. Also das hier ist ein bisschen feiner. Das ist jetzt auch normale Baumwolle, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber nichtsdestotrotz, ne, es ist super schön. Super Qualität, kann man absolut nicht meckern. Ne, und Bio-Baumwolle, nachhaltig und so. Und die Rückseite ist aus Lyolzellstoff, nennt sich das Ganze. Das ist ein natürlich nachwachsender Rohstoff, der mal von Bäumen gewinnt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, fühlt sich auch gut an. Die meisten nehmen ja für ihre Rückseite Mikrofaser. Ne, wenn es jetzt um Brillenputzen geht, denke ich mal, wird Mikrofaser da schon ein bisschen besser sein. Aber auch das fühlt sich sehr gut an. Schön weich. Ja, ich versuche es mal ein bisschen besser einzufangen. Ja, es ist ein bisschen Puzzlezeugs drauf. Ne? Aber ihr seht es ja, die Struktur und so. Ich kann euch auch gerne hier nochmal die Nähte ein bisschen näher zeigen. Ja? Alles super gemacht. Ja, der Druck hier drauf und so ist auch richtig gut, richtig schön. Ja? Also da kann man sich absolut nicht beklagen. Ja. Und er hat echt eine coole Auswahl. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Ne, egal, ob ihr es eher ein bisschen schlichter möchtet oder total bunt und freaky und ach, das ist alles gar kein Problem. Müsst ihr einfach mal bei Marco bei Instagram reinschauen oder auch bei Etsy. Beides werde ich euch natürlich in der Videobeschreibung nachher noch verlinken. So, ja, ne? Und wie ich eben schon sagte, man kann das Ganze farblich dann noch so ein bisschen anpassen mit seinem EDC. Das machen die meisten ja mittlerweile auch wie hier. Ich jetzt zum Beispiel mit meinem SK09 in Schwarz-Weiß. Da ich keine weiße Taschenlampe habe, kann man da aber auch natürlich, weil es ja farblich passt, eine schwarze Taschenlampe noch mit dazu nehmen oder hier einfach noch, ne? Schwarzen Folder, ne, da kann man dann da so ein bisschen hantieren. Mir persönlich macht das immer richtig viel Spaß, die EDCs farblich abzustimmen, vorausgesetzt, man hat natürlich EDC-Gear, um das Ganze auch da so umsetzen zu können. Ansonsten kann man sich natürlich die Sachen entweder
alle auf einmal, wenn man das Geld dafür hat, oder mit und mit zusammenkaufen, um sich da ein schönes, stimmiges EDC zusammenzustellen, ne? So, und jetzt kommt noch eine andere Sache, und zwar bei Marco könnt ihr euch nämlich auch eigene Hanks machen lassen. Ja, ihr habt richtig gehört. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich habe ein Logo und möchte einen Hank mit meinem eigenen Logo drauf, ist das auch kein Problem. So, ja, ihr seht's, ne? Ist das nicht geil, oder? Seinen eigenen Hank zu haben, mit seinem eigenen Logo drauf, richtig, richtig cool. Und was dem Ganzen, zumindest bei meinem Hank, für mich persönlich noch ein richtiges i-Tüpfelchen, quasi die Kirsche auf der Sahnetorte draufgesetzt hat, ist, dass der Marco nicht einfach irgendeinen Uni-Hintergrund genommen hat, wie jetzt zum Beispiel hier irgendein Braunton und so, und hat da mein Logo draufgeknallt. Nein, wenn ihr mal genau hinschaut, seht ihr es vielleicht schon, ja, achtet mal hier, ne, ihr seht es von den Bergen, die Form, und guckt mal, was er gemacht hat. Er hat das hier farblich links und rechts angepasst und abgestimmt. Ja, hier unten ist es dann dunkel, dunkel, umso heller es wird, umso heller werden dann auch die Brauntöne. Also mega geil, als ich das gesehen habe. Ja, natürlich haben wir im Voraus mal gesprochen. Da hat er mich natürlich gefragt, was ich so farblich gerne haben möchte, so und so. Da musste ich erstmal kurz überlegen. Ich hatte auch erst an einfachen schwarzen Hintergrund gedacht. Aber da ja mittlerweile mein EDC immer mehr, ja, was die Farben angeht, in diese Richtungen hier geht, ja, habe ich ihm dann gesagt, dass ich es richtig cool finden würde, wenn er das Ganze auch so umsetzen könnte. Ne, entweder braun, khaki oder solche Sachen, Sandfarben. Und er hat dann einfach mal alles genommen. Richtig, richtig geil. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen EDC-Kram draufgelegt, damit er mal so ein bisschen besser seht, was ich meine. Ne? Ich kann jede Farbe, je nachdem wie man es auch legt, ne, das ist jetzt ein bisschen dunkler, das mache ich dann hier unten bei dem Dunklen, das ist was heller, ich kann das dann so legen, dass das farblich alles super zum Hintergrund passt. Ja, dadurch hat man natürlich dann auch nochmal ein paar mehr Möglichkeiten, ne? Aber ich meine, ja klar, das ist der, ne, das wäre schon sehr, sehr ja, Monk-mäßig, um es mal so zu sagen. Ne? Aber vom Grundprinzip her, ich finde es einfach nur geil, dass hier verschiedene Brauntöne und Khaki-Töne gemacht worden sind, damit man da auch noch mal ein bisschen mehr Spielraum hat, und mir gefällt es richtig, richtig gut. Auch dieser Hank ist natürlich wie der andere, und ich denke mal alle anderen auch, vorne aus Bio-Baumwolle und hinten dieses Lyol, ja, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ich kann es mir einfach nicht merken, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Und auch hier ist die Qualität super, da kann man sich absolut nicht beschweren. Ich komme auch noch mal ein bisschen näher ran, damit ihr das mal was besser seht hier, was ich eben meinte. Ja. Ja. Also echt super, auf jeden Fall. Hat mich richtig gefreut, als ich das Päckchen ausgepackt habe und ich dann diesen Hank gesehen habe. Ja. Und vor allem das Coole ist, der Marco, der packt die Sachen auch richtig cool ein. Da sieht man auch, dass da steckt Herzblut drin. Ja, er macht es mit Freude, man sieht es, man merkt es, und wie ich am Anfang des Videos schon gesagt habe, ist auf jeden Fall sehr unterstützenswert, meiner Meinung nach. Ja, deutsche Handarbeit, ne? Deswegen ist auch noch ziemlich klein bei Instagram, also schaut echt gerne mal bei Marco bei Instagram vorbei. Ja, lasst im besten Fall ein Abo da, und wenn ihr was findet, was euch gefällt, unterstützt den Marco, hat es auf jeden Fall verdient. So, Freunde, das soll es auch mal wieder gewesen sein. Ne? Instagram und Etsy, wie schon erwähnt, packe ich euch in die Videobeschreibung mit rein. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.